Es geht nicht immer darum, größtmögliche Volumen, Flächen oder Strecken zu finden. Häufig ist es auch interessant, eine Größe zu minimieren. Beispielsweise, wie muss ich die Form einer Cola-Dose wählen, damit bei vorgegebenem Inhalt ein möglichst kleiner Materialverbrauch da ist. Oder das Brückenproblem, was Sie aus Kapitel 3 schon kennen, wo muss ich einen bestimmten Punkt hinlegen, damit die Strecke insgesamt minimal ist. Ein solches Minimierungsproblem dürfen Sie zunächst einmal selbst lösen. Dazu folgende Aufgabe. Wir schreiben in ein Quadrat ein Viereck ein, wie Sie es hier abgebildet sehen, sodass jeder Eckpunkt des Vierecks auf einer der vier Quadratseiten liegt. Wie müssen die vier Eckpunkte gewählt sein, damit dieses rote Viereck minimalen Umfang hat? Tipp: Die Strategie, die wir bei der Lösung des Brückenproblems aus Kapitel 3 verwendet haben, kann sich auch hier als zielführend erweisen. Und zum Abschluss variieren wir die von Ihnen gerade bearbeitete Aufgabe ein klein wenig und erhalten das sogenannte Problem von Fagnano. Gegeben ist ein spitzwinkliges Dreieck und wir suchen dasjenige einbeschriebene Dreieck UVW, so wie hier eingezeichnet, dessen Umfang minimal ist. Auch hier wird das Symmetrisieren wieder eine große Rolle spielen. Ich schaue mir die Lösung des Problems mit Ihnen gerne gemeinsam im Video an. Auch hier wird das Symmetrisieren wieder eine große Rolle spielen. Gerne dürfen Sie alternativ zu der begleiteten Bearbeitung mit Video das Problem auch anhand des Skripts oder mithilfe der GeoGebra-Datei selbst. Wie gewohnt lohnt es sich, glaube ich, wenn wir uns das Ganze an einer Zeichnung, animierten Zeichnung durch GeoGebra veranschaulichen. Wir haben hier also ein beliebiges Dreieck A, B und C. Sie können die Seiten und Eckpunkte frei wählen. Und in dieses Dreieck soll jetzt ein Dreieck UVW einbeschrieben werden, in dem Sinne, dass wir auf der Seite BC einen beliebigen Punkt U wählen, auf der Seite AC einen beliebigen Punkt V und auf der Seite AB einen beliebigen Punkt W. Und dieses neu dadurch erzeugte Dreieck soll jetzt so gewählt werden, dass der Umfang minimal ist. Jetzt können Sie bereits in dieser Ausgangslage ein bisschen ausprobieren. Also Sie können mal den Punkt U verschieben und schauen, wie sich der ändert. Sie sehen, hier werden wir eher immer größer. Das heißt, wir würden den Punkt U vermutlich weiter hier unten wählen. 9 hört sich auch gut an. 9 wird noch kleiner. Da wird es wieder größer als irgendwo hier. Und dann können wir von dort ausgehend natürlich auch hier sowohl V und W auch weiter optimieren. Jetzt wäre es natürlich schön, dass wir nicht so unkoordiniert uns auf die Suche nach einer geeigneten Lage für U, V und W machen, sondern dass wir da eine Systematik erzeugen. Und dazu nutzen wir Lösungsstrategien, die wir im Verlaufe der Veranstaltung bereits kennengelernt haben. Wir haben ja bereits einmal den Umfang eines Vielecks minimiert und da haben wir gesehen, dass es viel geschickter ist, statt einem geschlossenen Streckenzug einen offenen Streckenzug zu minimieren, weil wir wissen, dass ein offener Streckenzug genau dann minimal ist, wenn er eine Gerade bildet. Jetzt versuchen wir aus diesem geschlossenen Streckenzug UVW auch einen offenen Streckenzug zu gewinnen und das machen wir, indem wir einmal U an der Geraden durch AC spiegeln und U' erhalten und U einmal an der Geraden durch AB spiegeln und U2' erhalten und wir wissen jetzt, dass der Streckenzug U', V, W und U2' genauso lang ist wie der Umfang des einbeschriebenen Dreiecks, da die Strecke UV und U'V gleich lang sind und die Strecken UW und U2'W gleich lang sind. Und jetzt können wir, statt dass wir den Umfang minimieren, also diesen Streckenzug minimieren und auch das könnten wir wieder, indem wir hier an den Punkten V und W einen geeigneten Ort suchen. Wir können uns das Ganze aber auch einfacher machen. Wir können nämlich U' und U2' verbinden und wissen, dass V und W genau auf den Schnittpunkten dieser so erzeugten Gerade und der jeweiligen Dreiecksseiten liegen muss. Also V muss hier liegen, W muss hier liegen,
damit diese Strecke minimiert ist. Damit haben wir jetzt den Umfang des Dreiecks für einen von uns beliebigen gewählten Punkt U minimiert. Jetzt gilt es in einem nächsten Schritt noch zu schauen, wie wir U wählen müssen, damit dieser Streckenzug U2'U' tatsächlich auch minimal wird und damit auch der Umfang des Dreiecks UVW minimal ist. Das können wir jetzt natürlich auch wieder heuristisch machen, indem wir hier einfach mal ausprobieren, und ich würde Sie einfach auch einladen, mit dieser GeoGebra-Datei auch mal zu spielen und das selber zu suchen. Ich komme jetzt hier auf einen minimalen Wert von 9,31. In die Richtung wird es größer, in die Richtung wird es größer. Also wahrscheinlich liegt das Minimum genau hier. Das Ganze wollen wir uns natürlich aber auch wieder systematisch überlegen, und dafür zeichne ich mal folgende Hilfslinien ein. Ich verbinde den Punkt A einmal mit dem Punkt U, einmal mit dem Punkt U2' und einmal mit dem Punkt U'. Dadurch erzeuge ich ein Dreieck U2', U' und A. Dieses Dreieck ist gleichschenklich. Das ist deswegen gleichschenklich, weil die Strecke AU, die Strecke AU' und die Strecke AU2' alle gleich groß sind, weil U' und U2' aus einer Spiegelung von U an den jeweiligen Seiten des Dreiecks hervorgegangen ist. Insbesondere ist der Winkel, den Sie hier oben als Beta eingezeichnet haben, aber auch konstant. Das sehen Sie auch, wenn ich das Ganze jetzt hier verändere. Sie sehen, die Winkelgröße selber verändert sich nicht. Dieser Winkel ist gerade doppelt so groß wie Alpha, und das liegt daran, dass, wenn ich U an AC spiegel, der Winkel, der von AU mit AC eingeschlossen wird, natürlich auch gespiegelt wird. Und dieses offene Teil oben bei Beta öffnet, und gleiches gilt auch auf der anderen Seite, sodass dieser Winkel Beta gerade doppelt so groß ist wie Alpha. Das heißt, ich habe es hier oben mit einem gleichschenkligen Dreieck zu tun, mit konstantem Winkel. Jetzt können wir uns mal überlegen, wann denn die Grundseite dieses gleichschenkligen Dreiecks minimal wird. Weil die Grundseite dieses gleichschenkligen Dreiecks ist ja gerade der Streckenzug, der dem Umfang UVW entspricht. So, und bei einem gleichschenkligen Dreieck mit gleichbleibendem Winkel ist die Grundseite genau dann minimal, wenn auch die Schenkel minimal sind. Das heißt, mein Ziel sollte es sein, die beiden Schenkel des Dreiecks AU' bzw. AU2' zu minimieren. Anders ausgedrückt, ich muss die Strecke AU minimieren. Die Strecke AU ist gerade die Verbindung des Punktes A mit einem beliebigen Punkt auf der Seite BC. Und diese Strecke ist genau dann minimal, wenn ich bei dieser Strecke die Höhe habe. Das können wir jetzt vielleicht auch hier einmal einzeichnen. Ich muss also U so wählen, dass die Strecke AU gerade senkrecht auf BC zu liegen kommt. Diese Überlegungen, die ich jetzt mit beliebigem U durchgeführt habe, hätte ich auf die gleiche Art und Weise auch mit V und W durchführen können. Das heißt, ich hätte erstmal V beliebig lassen können und hätte dann durch eine Spiegelung an BC bzw. AC einen Streckenzug erzeugt, den ich dann minimiert hätte, um im Anschluss einen geeigneten Ort von V zu wählen. Dann hätten wir als geeigneten Ort von V den Höhenfußpunkt erhalten. Gleiches gilt auch für den Punkt W. Heißt, der Umfang des einbeschriebenen Dreiecks ist genau dann minimal, wenn U, V und W jeweils die Höhenfußpunkte sind. Damit haben wir das Problem von Fagnano gelöst und gleich eine ganze Reihe an unterschiedlicher Lösungsstrategien und Zusammenhänge, die im Laufe des Semesters aufgetaucht und zur Sprache kamen, zusammengeführt. Thank you.